Servus, das ist der Schmied. Jo, es beginnt an einem Parkplatz in der Gemeinde Geisach, an dem ich vor gut einem Jahr schon mal war. Damals war ich allerdings nicht allein da und es war Sommer. Jetzt ist es Herbst. Es ist ziemlich windig, aber dafür ist es sonnig und relativ trocken. Ich bin gut ausgerüstet und mein Ziel ist es, die Hügellandschaft vor mir zu durchqueren und innerhalb von 3 Tagen den Tegernsee zu erreichen. Müsste eigentlich machbar sein. Also, auf geht's! Man muss sich mal vorstellen, wie das ausgeschaut hat, als das noch nicht so dicht besiedelt war. Das muss paradiesisch gewesen sein. Ein paar schöne Fliegenpilze. Ich habe mal gehört, dass dort, wo es Fliegenpilze gibt, dass man da oft Steinpilze findet. Ich werde auf jeden Fall mal meine Augen offen halten. Das, was da so plätschert, da geht so eine Art Quelle, so ein Rohr aus dem Hügel raus. Natürlich super, um die Trinkwasservorräte aufzufüllen. Ja, das werde ich mal machen. Und dann werde ich mal eine kurze Pause machen und ein bisschen was essen. Es ist so Mittag rum. Danach geht es dann gleich auf die Suche nach einem geeigneten Lagerplatz. Am besten auch mit irgendwie einer Quelle oder einem Bach in der Nähe. So, jetzt habe ich endlich eine Quelle gefunden. Jetzt brauche ich nur noch
geeigneten Lagerplatz. Ein idyllischer Lagerplatz. Jetzt brauche ich nur noch was zum Pennen. Oh, perfekt. So, hier habe ich jetzt nur eine Quelle gefunden, die sehr nah an meinem Lager ist, und das ist natürlich äußerst praktisch. Also, gute Nacht. Jo. Jetzt ist es endlich hell. Es ist kurz nach 7. Ja, ich muss jetzt gleich aufstehen, weil es ist saug heute. Wenn wir dann noch ein kleines Feier machen, einen Tee kochen, um mich wieder aufzuwärmen. Ja, und dann schauen wir weiter.
stehe jetzt mitten in so einem Feld aus Schilf. Ist für mich immer noch einer der besten Zunder, da diese Wedel in getrocknetem Zustand. Damit habe ich auch heute in der Früh mein Feuer entzündet. In Kombination mit Kienspan ist das wirklich perfekt zum Feuer machen. Hier werde ich jetzt dann mein Nachtlager aufbauen. So richtig geil. Weicher, trockener Waldboden. Und da gibt es ja einiges an Totholz, wie sie verwenden kann, um mir ja so einen kleinen Windschutz zu bauen. Außerdem gibt es hier einige Schluchten mit ein bisschen Wasser. Allerdings ja, also als Trinkwasser würde ich das jetzt nicht hernehmen. Nur zum Abspülen. Dafür ist es dann immer noch absolut in Ordnung.
Morgen. Jo. Es ist wieder kurz nach 7. Diesmal habe ich ja, relativ gut geschlafen. Ja, man sieht da, das ist mein Schlafsack. Der ist ziemlich dünn. Das ist ein Sommerschlafsack. Aber ich habe ja, einiges an Kleidung an. 6 Schichten. Ja, und auch dieser Windschutz, den ich mir da gestern gebaut habe, der hat doch einiges ausgemacht. Das war ganz gut. Das habe ich eigentlich ja, ganz gut durchgeschlafen, eigentlich, also mit einigen kleineren Unterbrechungen, weil da irgendwie so ein Tier unterwegs war, das immer wieder seltsame Geräusche von sich gegeben hat. Ja, das war ganz witzig. Jo, ich werde jetzt gleich aufstehen und mir was zum Essen machen. Ansonsten muss ich jetzt ein bisschen meinen Akku schonen. Daher, ja, kann jetzt nicht mehr allzu viele Aufnahmen machen. Also, los geht's. Nur eine kurze Info. Ja, so ein Zelt lässt sich von innen ja oft nicht so leicht verschließen. Da kann es hilfreich sein, wenn man da an der Plane so eine Schnur befestigt, die dann um so einen Pflock herumführt. Und dann kann man das von innen ganz leicht zuziehen. Und dann muss man das halt innen irgendwo ja, festbinden. Und schon ist das sicher verschlossen. Nicht die beste Quelle. Aber da das Wasser ohnehin abgekocht wird, kann ich das auf jeden Fall für mein Frühstück verwenden. Dann spare ich mir noch ein bisschen was von meinem Vorrat. Ein schmackhafter Frühstücksbrei. Ein halbert aufgeräumter Lagerplatz. Eine geile Landschaft.
Wunderschöne Natur. Und hier ein Weg, auf dem man ohne weiteres auch mit einem Panzer fahren kann. Eigentlich Short, aber es hat natürlich auch seine Vorteile. Hübsch hässlich. Trotz Teerstraße immer nur ein schöner Anblick. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Jo, an der Stelle bedanke ich mich gleich mal fürs Zuschauen, bevor der Akku von meiner Kamera endgültig einen Geist aufgibt. Ich hoffe, der ein oder andere hat bis zum Ende von dem Video durchgehalten. Weitere werden auf jeden Fall folgen. Jo, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Servus. Und bis zum nächsten Mal.